Hallo, einen begeisterten, sonnigen, schönen guten Abend wünscht die Online-Uni. Hier ist Jürgen Frese und Robert Berkemeier mit dem Expertenwebinar. Und es geht um Unternehmensbegeisterung. Seminarleiter und Coach, seine Themen unter anderem Change Management, Impulse, Kommunikation und soziale Kompetenz, Team- und Vertriebsentwicklung und auch Auszeit- und Wanderseminare. Er verhilft Mitarbeitern und Führungskräften zu neuer Begeisterung für die Unternehmensziele mit Energiebündelung in einer lösungsorientierten Strategie. Und genau wie ich ist er aktives Mitglied im Netzwerk C2B Culture to Business, dem Forum für Führungs- und Beziehungskultur in Unternehmen. Hier ist Robert Bergemeier. Ja, einen wunderschönen guten Abend an die Teilnehmer. Ja, herzlich willkommen zu meinem Webinar Unternehmensbegeisterung. Was Sie tun müssen, damit Ihre Mitarbeiter mit großer Leidenschaft die Unternehmensziele erreichen oder realisieren. Und ich schließe mal an mit dem Thema Culture to Business. Wir sind genau in dem Thema Kultur, Unternehmenskultur. Unternehmensbegeisterung hat ganz viel zu tun mit der Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Ja, wie wir miteinander umgehen, welche Auswirkungen das hat, positiver wie negativer Art, das werde ich Ihnen dann gleich mal erläutern. Wenn man heute in ein Geschäft reingeht und egal was Sie kaufen, ob Sie jetzt einen Stuhl kaufen oder ein paar Schuhe oder ein Auto, da bringe ich gleich noch ein schönes Beispiel, was einem dann widerfährt an Kundenorientierung. Und Kundenorientierung hängt wieder ganz eng zusammen mit dem Thema Unternehmensbegeisterung. Also wenn jemand von seinem Unternehmen begeistert ist, ist er in der Regel auch kundenorientiert. Und deswegen sage ich mal, wenn Sie Unternehmensbegeisterung haben, dann haben Sie auch automatisch gute Verkäufer, ja, die aus vollem Herzen verkaufen. Denn Verkaufen hat was zu tun mit Herzblut. Ja, das Ganze setze ich dann in Seminaren um, in Workshops, in Coaching. Jetzt denken Sie bitte nicht, ich muss also immer der Beste, der Schönste sein. Ich muss ganz vorne sein. Das ist gar nicht der Fall, sondern es reicht auch häufig. Sie kennen vielleicht dieses Motto: Unter dem Blinden ist der einäugige König. Das reicht häufig. Und dazu eine kleine Geschichte. Die Geschichte geht wie folgt: Zwei Manager waren einmal in Kanada unterwegs und sind so in Kanada durchs Land gegangen und gingen durch eine Ebene, durch ein Tal. Das war eine schöne Wiese, über die sie gingen. Wunderbar, weite Sicht, rechts und links noch ein paar Bäume. Ja, es ging so durch so eine Talsenke. Jetzt sind die mitten in dieser Talsenke und da guckt sich der eine um und sieht plötzlich diesen Bären, den sie hier sehen. Ja, sieht diesen Bären hinter sich. Und zwar in weiter Entfernung. Der Bär hat die Fährte von diesen beiden Managern aufgenommen, die da auf ihrer Wanderung durch Kanada sind. Jetzt tippt er dem anderen auf die Schulter, sagt: Guck mal, siehst du das? Da hinten hat ein Bär unsere Fährte aufgenommen. Daraufhin nimmt der eine Manager sofort seinen Rucksack vom Rücken, schmeißt den auf den Boden, zieht aus dem Rucksack zwei Joggingschuhe, schmeißt seine Wanderschuhe weg, die zieht er aus, schmeißt er weg, zieht die Joggingschuhe an, bindet die zu. Da sagt der andere Manager zu dem: Sag mal, du bist doch verrückt, was soll das denn jetzt? Hier, klar, uns verfolgt ein Bär, aber die Grizzlybären sind total schnell. Die sind unglaublich schnell. Wenn die erstmal galoppieren, dann bleibt kein Auge trocken. Du glaubst doch wohl nicht, dass du mit deinem Joggingschuh jetzt schneller bist als der Bär. Da sagt der andere Manager, sagt zu ihm: Naja, schneller als der Bär bin ich auf jeden Fall nicht, aber jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal schneller als du. Und das ist der Grund, weswegen wir Unternehmensbegeisterung brauchen. Wir haben diesen ständigen Wettlauf. Und wir müssen gar nicht der Schnellste sein, aber wir müssen schneller sein als der jeweilige Wettbewerber. Und ich sage mal, wenn Sie Unternehmensberater sind, haben Sie sicherlich nicht 5 Millionen Wettbewerber, aber vielleicht haben Sie zwei oder drei, die in die Suppe spucken. Und da geht es darum, über Unternehmensbegeisterung diesen Mehrwert zu transportieren, der Ihnen dann zum Auftrag verhilft. Ja, Unternehmensbegeisterung brauchen wir, aber die Frage ist, wie laufen denn jetzt die Mitarbeiter? Wie laufen die Mitarbeiter in den Unternehmen? Wie ist es denn heute? Und Sie ahnen schon an der Grafik: Wir haben Mitarbeiter, die sagen: Naja, ich mache es erstmal lieber ruhig. Ne? Ich gehe es mal ganz ruhig an. Und das ist das Problem. Wenn wir heute auf die Mitarbeiter schauen, dann haben wir folgende Verteilung. Und dann können Sie das gute alte Pareto-Prinzip in Anspruch nehmen. Und das Pareto-Prinzip lautet wie folgt: 80-20-Regel wird vielen von Ihnen bekannt sein. Nämlich 20% aller Mitarbeiter starten und setzen die Ziele um.
Denn was wollen wir im Unternehmen? Wir wollen, dass die Ziele umgesetzt wird. Und wir sehen schon da unten den ruhenden Mitarbeiter in der Grafik. 80% der Mitarbeiter sind in der Warteschleife. Ja, jetzt ist die Frage, worauf warten die eigentlich? Vielleicht haben Sie eine Idee, worauf diese Mitarbeiter warten.